Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 59. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir sind immer noch im Baumhaus und unser Baumhaus nimmt immer weiter Form an. Das ist schon echt geil. Ich würde hier noch irgendwie gerne irgendwas machen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Da kann man irgendwie... Ja, keine Ahnung, gucken wir mal. Wir waren in der Höhle die letzten anderthalb Folgen. Wir haben einiges gesammelt. Hier ist auch noch gut Eisen drin. Wir haben leider immer noch arge... Essensprobleme. Das ist wirklich noch ein Problem. Das ist sehr problematisch. Und wir haben jetzt hier oben, falls ihr es nicht gesehen habt, lalala, eine kleine Farm angefangen. Die ist halt noch nicht wirklich da. Wird mal ein bisschen nachhelfen. Zack. Da noch einer? Nee. Gut. Einfach, dass wir hier jetzt mal so einen kleinen Standard anfangen. So. Wir haben halt noch relativ viel Bone Meal. Ich mag den Dschungel. Ich habe es in der letzten Folge gesagt, ich habe schon tausendmal gesagt. Ich finde den Dschungel cool. Möchte jetzt trotzdem hier gerne, genau hier. Ich weiß nicht, warum genau hier, aber genau hier möchte ich jetzt einen dicken Baum hinsetzen. Weil es mir doch ein bisschen zu viel Bambus und zu wenig Bäume ist. So. Müsste natürlich dafür Setzlinge haben, das wäre gut. Das kann ich jetzt auch mal ausnahmsweise nicht mit der Schere machen. Ich weiß gar nicht, ob hier Setzlinge rauskommen. Natürlich nicht. So ist, ich brauche nicht nur einen. Ich brauche vier. Jetzt nochmal hier alles voller Bambus. Kann ich das da draufsetzen? Ach, chillig. So. Bambus können wir natürlich auch noch irgendwie in unserem Haus mit einbauen. Das fände ich auch ziemlich geil. Der Baum ist ja cool. So ein Baum hätte ich gern noch in unserem Haus. Der ist ja mega chillig. Aua. So, wir müssen natürlich jetzt irgendwie einen Baum abbauen, damit wir einen neuen Baum bauen können. Wir können schon wieder nicht mehr sprinten. Es ist so ein Dreck. Da ist ein... Ist das ein kleiner Baum? Das ist ein sehr kleiner Baum, aber der ist immer noch groß. Den will ich doch jetzt nicht hier anfangen abzuhauen und dann nach drei Dingern hier stehen lassen. Und ich hau den nicht mit Sicherheit komplett ab. Ich hau den mit Sicherheit nicht komplett ab, so rum. Ja, scheiße. Wir brauchen aber Dschungel-Saplings. Und sag mal so... Die kriegt man eigentlich nur, wenn man Bäume abhaut. Okay, dann machen wir erstmal was anderes. Wir haben ja jetzt nochmal 1000 Tonnen Bambus. Und ich habe keinen Blassen, was man damit macht. Deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Wir gehen jetzt mal nach oben. Ich weiß auch gar nicht, was ist das? Toll, Erde. Aber ist das... Ja, wie heißt der Block? Das wüsste ich gern. Wir müssen von unten auf jeden Fall nochmal nachhelfen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch tausende Blätter. Was für Geräusche, ey. So. Okay. Weil ich hatte überlegt, was ist denn? Kann man Bambus hier drauf setzen? Nein, natürlich nicht. Das war dumm. Was ist denn zum Beispiel... Nur mal hypothetisch geguckt. Wenn wir das hier machen. Einfach nur aus Scheiß. Einen kleinen Blumenkasten quasi. So. Das hier natürlich noch Erde. Haben wir noch Erde? Nein, wir haben keine Erde. Wir haben ein Oak Sapling. So, wenn wir das jetzt hier hinsetzen. Sieht jetzt nicht super aus. Wächst aber auch nicht für immer. Also, ich finde es nicht schlecht. Wir lassen es mal wachsen. So, jetzt packen wir aber erstmal ganz wichtig das bisschen Essen, was wir haben, hier in den Ofen. Und dann packe ich mal den Rest vom Bambus noch hier rein. Eisen packen wir auch schon hier rein. Dann holen wir uns die Schere. Würde ich sagen. Und... Und gehen auf
Blätterjagd. Ich habe noch eine Fackel, habe ich gesehen. Die werde ich hier noch irgendwo hin tun, damit wir noch ausleuchten. Weil hier spawnen immer noch Monster. Ach ja, ich kann nicht sprinten. So, ich würde sagen, wir gehen ein Stück weiter vom Haus weg. Damit man nicht sieht, wie wir hier den Wald roden. Machen wir das so wie in Brasilien, so dass das keiner mitkriegt. Außer, dass wir hier keine Rinderfarmen hinbauen. So. Wie gesagt, wir nehmen nicht alles mit, wir lassen auch Sachen stehen. Weil wir sind keine Arschgeigen. Und es soll ja immer noch schön aussehen, einigermaßen zumindest. So, wie viel habe ich? Oh, das geht ja aber schnell. Es geht aber echt schnell. Das reicht, glaube ich, sogar schon. Gehen wir mal hoch. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir es machen, dass wir da dran kommen. Ah. So, ich will halt das hier komplett verkleiden irgendwie. Wir haben einen Fern. Ah. Okay, lasst uns doch mal schauen. Ich kümmere mich erstmal hier um die Seite. So. Zack. 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 Dann fülle ich das auf. Ja, ist nicht schlecht. Ich hier nach rechts. Na, bringt mir aber nichts, okay. So. Guck mal, ob ich von hier irgendwie da... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eieiei. Junge, Junge, Junge. Uncool. Uncool. Richtig uncool. Sehr, sehr uncool. Das wäre gerade fast der erste Tod gewesen. Okay. Chillig. Danke dafür. Danke dir, Digga. So, gehen wir hier hin. Und hier kommen wir nämlich echt gut dran. Nebenbei, wenn ihr den Block, den ihr gerade haben wollt, aber nicht hier unten in der Leiste habt, aber ihn halt trotzdem in die Hand nehmen wollt, ohne jetzt ins Inventar zu gehen, einfach Mausrad drücken. Sollte der Standardknopf sein. Dann wählt er automatisch den Block aus, den ihr anguckt. Das war los. So, da werde ich nicht nochmal runterspringen. Hier kann man runterspringen. Zack. Zack. So. Das sieht schon 1000-mal besser aus. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und genau hier die Seite. Weil man soll am besten gar nicht wissen, dass hier ein Baumhaus drauf ist. Außer man ist eh auf so einer Höhe, wo man es sehen könnte. Komme ich hier um die Ecke? Das ist lieber. Ah, ich komme sogar um die Ecke. Chillig. So. Mach mal hier den, damit mir nicht wieder was passiert, was eventuell härtere Folgen hat als beim letzten Mal. So. Okay. Geh mal hier hin. Warum ist der nicht gesprintet? Bastard. Ich baue mich jetzt mit den Blättern hoch. Das kann nur schief gehen. So. So. Hat tatsächlich geklappt. Zack. 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 Ja, nicht schlecht. Gar nicht mal schlecht. Irgendwann wird man eh übermütig und dann fällt man eh runter. Deswegen, ich versuche es so weit, wie es geht, rauszögern. Was? Mach ich so einen Lärm? Also, ich dachte gerade, die Liane, da ist ein Creeper. Ich dachte schon, mein schönes Haus ist weg. Oder so gut wie weg.
So, eigentlich von hier innen ist ja egal. Das ist auch egal. So. Das können wir natürlich auch machen. Das sieht nicht schlecht aus. Wir haben keine Blätter mehr, aber sobald wir wieder welche haben. Was ich schon die ganze Zeit versuche, ist hier runter zu springen und direkt Rechtsklick ins Bett zu machen, aber ich schaffe es nicht. Wachst schneller, meine Lieben. Komm schon. Jetzt ist halt noch zu hell, um schon pennen zu gehen. Glaube ich, aber jede Sekunde ist es halt soweit. Okay, jetzt passt auf. Es hat wieder nicht geklappt. Ich bin erst einmal aufgeschlagen und dann bin ich reingekommen. Hier ist nichts mehr drin. Haben wir noch irgendwas, was wir einschmelzen können? Nein. Guck mal, ist schon ein bisschen gewachsen. Gehen wir nochmal. Ach ja, hier wollte ich ja noch. Hier wollte ich noch ausbessern. Okay, gehen wir mal runter. Holen wir uns neue Blätter. Schere ist fast kaputt. Perfekt. Ja, das ging jetzt zu schnell. Also das war ja jetzt scheiße. Ich dachte, wir kommen noch ein bisschen wenigstens voran. Deswegen bin ich nicht direkt eine holen gegangen, aber das hat so eskaliert, das hätte man mir sagen müssen. Da konnte ich jetzt auch nichts für. Eisen. Gut, dass wir jetzt so viel Eisen haben. Ich weiß echt nicht, warum ich immer Probleme damit habe, mir Essen zu sichern. Chillig. Mein Creeper. Kommt der hier hoch? Geh weg von dem Creeper! Er guckt ihn einfach an. Guckt euch den an. Ja, jetzt läuft er weg. Nein! Ach man. Bin runtergefallen. So richtig schlecht. Mann. Das war wieder. Boah, war das schlecht. Das war so schlecht. Jetzt komme ich hier nicht mal hoch. Und ich habe nicht genug Erde, um das scheiß Loch zu. Ja, genau. Doch doof. Creeper sind auch Arschgeigen. Sind auch wirklich Arschgeigen. Die brauchen auch keine Sau. Skelette sind noch nerviger. Obwohl. Eigentlich nehmen die sich nicht viel. Beide richtig nervig. Nur gut, dass ich nicht so hoch gebaut habe, dass ein Sturz tödlich ist. Obwohl von ganz oben wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, wenn ich, bis ich da runterfall, da muss ich schon wirklich dumm sein. Ich glaube, so dumm bin ich nicht. Ich hoffe es zumindest. Nehmen wir hier den noch. Den. Weil die sind hier gerade sehr dicht. Da fällt es dann nicht so auf, wenn wir mal zwei direkt nebeneinander wegnehmen. So. Also ich vermittle hier schon wertvolle Werte. Wertvolle Werte? Ja. Nachhaltigkeit. Nachhaltiger Abbau. Jungs! Scheiß Bambus, ey. Am Anfang habe ich mich voll gefreut, weil ich noch nie Bambus gefunden habe. Und jetzt nervt es mich schon, weil ich immer dagegen haue. Ocelot! Moin, Meister. Du hängst fest. Dankeschön. Habe ich noch eine Liane? Nee. Aber, guck mal. Ich wollte gerade sagen, ich bin so schlau. Und dann baue ich die da oben ab, anstatt die von unten abzubauen. Deswegen. Ich bin nicht schlau. So. Damit wir hier schon mal wieder hochkommen. Gut, dann als nächstes. Hey, warum ist die Folge schon vorbei? Was war das denn? Das ging mir jetzt ein bisschen zu flott, um ehrlich zu sein. Gar nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich schaffen wollte. Die denken, die da unten denken auch, was macht der Tünnis da oben immer?
Und dann fällt er wieder runter und dann hören sie nur ah! So. War schon okay. Auch noch den hier. Mal verschönern wir es einfach noch ein bisschen. So. So ist schön. So. Wir können auch eigentlich hier das nehmen, dann können wir das hier noch anders bauen. So wollte ich es jetzt nicht bauen. Egal. Machen wir so. Und dann mache ich hier noch. Zack. Ich finde geil, dass wir keinen wirklichen Eingang von den beiden Bäumen haben. Wir haben hier einen, den wir nie benutzen. Und wir haben da hinten einen, den wir ab und zu benutzen. Okay. Gut, dann war es das jetzt auch von dieser Folge. Ich gehe mal runter. Ohne zu sterben diesmal. Das sieht schon gut aus. Also da kann man nichts sagen. Guckt euch das an. Das ist gut verkleidet. Gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos und Folgen hiervon verpasst. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.